Herr Lazzay, wie haben Sie damals den 13. August 1961 erlebt? Der 13. August, das war ein Sonntag. Ich erinnere mich noch sehr genau daran. Es war auch ein sehr schöner Tag, sodass man auch von einem Sonnentag sprechen konnte. Ich war junger Polizeibeamter, Westberliner Polizeibeamter, muss ich zur Erklärung sagen, und war auf der Dienststelle vom Einsatzkommando Wedding zur damaligen Zeit. Und in diesem Bereich, in diesem Dienstbereich, lag auch die Bernauer Straße, die ja in meiner Schilderung mit Sicherheit eine Rolle spielen wird. Ich hatte frei am Sonntag und wurde angerufen, dass ich sofort zur Dienststelle kommen sollte. Es wurde nur noch hinzugefügt, die haben die Grenze dicht gemacht. Man hat da nicht so drüber nachgedacht. Ich hatte auch keine Vorstellung, keine näheren Vorstellungen. Berlin war ja immer irgendwo ein Unruheherd, und das war ja nicht ungewöhnlich, dass mit der Grenze irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Schwierigkeiten geschahen. So war also die Aussage, die haben die Grenze dicht gemacht, nichts besonders Aufregendes in diesem Moment für mich. Ich bin dann auch zur Dienststelle gefahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, denn es war ja damals eine Zeit, wo nur wenige noch motorisiert waren. Ich habe nicht zu denen gehört. Und meine Wohnung war ebenfalls im Norden Berlins, nämlich in Reinickendorf gelegen. Und ich war dann ungefähr 20 Minuten später auf der Dienststelle. Ich hatte auch auf dem Weg zur Dienststelle, sprich im Bus, nichts weiter vernommen. Als ich auf der Dienststelle angekommen war, da merkte ich jedoch, dass es irgendwie eine andere Bewegungsart dort war. Ich stellte gleich gewisse Spannungen fest. Das sind ja so Sachen, die man so wahrnimmt. Und es war eben anders, als es früher der Fall war. Und da wurde dann schon deutlich, dass also eine größere Aktion an der Sektorengrenze läuft. Im Bezirk Wedding, davon war die Rede. Dafür war das Einsatzkommando ja auch zuständig dort. Und kurze Zeit später bin ich auf einen Wagen gestiegen mit anderen Kollegen und bin dann zur Schweter Straße gefahren, wo in Schweter Ecke Bernauer, das ist genau die Grenze zwischen Wedding und Prenzlauer Berg. Und ja, wir sind dort abgesetzt worden, zwei Kollegen, und da haben wir schon gemerkt, oder ich habe gemerkt, Mensch, hier sind irgendwelche auch sichtbaren Veränderungen. Es waren also Stacheldrahtrollen ausgezogen, man spricht von K&S-Rollen, das sind eben Stacheldrahtrollen, wenn man die auseinanderzieht, dann stellen sie wirklich ein Hindernis dar. Man kann also nicht ohne weiteres die Straße da weiter passieren. Damit war also die Bernauer Straße gesperrt. Uns gegenüber standen drei Grenzpolizeibeamte, Grenzposten, also von der anderen Seite eben junge Männer, die offensichtlich eben Grenzbeamte waren, bewaffnet. Und als ich dort ankam, ich konnte mir kein Bild machen, es ging ja auch alles sehr schnell und es hatte jegliche tiefere Information gefehlt. Es war eben lediglich das Erkennen und das Feststellen, dass hier irgendwie etwas ganz anderes, auch etwas Einschneidendes sich getan hatte. Und das Nächste, was ja auch das Verständlichste ist, man spricht das Gegenüber an. Und das habe ich auch getan. Ich habe gesagt, oh, ey, was ist denn da los? Das war ein junger Mann wie ich damals. Ich habe aber keine Antwort bekommen und ich habe das nochmal versucht. Und da haben sich dann die beiden Kollegen, die mir gegenüber standen, die haben sich also umgedreht, haben mir also ganz bewusst den Rücken zugewandt. Damit war für mich auch klar, dass das nicht mehr die Kollegen sind, die in Berlin stationiert waren. Denn das war immer die Sektorengrenze, nur natürlich nicht in dieser Form gekennzeichnet und gesperrt. Und das gab überhaupt keine Berührungsschwierigkeiten zwischen Westberliner und Ostberliner Polizisten. Man kannte sich und wir waren die, wie wir waren, Berliner, und man hat sich das meiste gesagt, man hat über Gott und die Welt gesprochen, und das war da eben anders. Und dann konnte ich auch bald feststellen, dass die Straße also
abgesperrt war bis zu den Grenzposten, also weit zu den Grenzposten, die mir gegenüberstanden, oder besser gesagt weit von denen entfernt, war schon eine Sperre errichtet. Ich kann nicht mehr sagen, in welcher Form. Ich sah dort nur mehrere Menschen, die sich dort versammelt hatten, die aber schon daran gehindert wurden, bis an die Grenze, sprich an den Grenzübergang, zu gelangen. Und habe mich vielleicht, ich weiß nicht mehr, aber vielleicht war ich eine halbe Stunde dort an diesem Ort. Da fiel mir eine Frau auf, die doch durch dieses Sperrgebiet oder durch diese leere Straße, die ja von niemandem mehr begangen werden konnte, kam, und die kam sehr zielstrebig auf uns zu. Und das hat mich sehr gewundert, und es hat auch nicht lange gedauert, da hatte sie den Grenzposten, der mir gegenüberstand, erreicht. Und es waren ja nur wenige Meter, 3-4 Meter, sodass man auch alles, was da gesagt wurde, unschwer verstehen konnte. Und sie wollte direkt weitergehen, direkt an den Posten, sie wollte ihn ignorieren, das war ganz klar zu erkennen. Sie war sehr aufgeregt und sehr forsch. Und er wurde aber von den Grenzposten aufgehalten. Er stellte sich zunächst vor sie, und als sie ihn umgehen wollte, erfasste er sie an der Oberbekleidung, und da habe ich ganz deutlich gehört, wie sie gesagt hat, ich bin Krankenschwester im Rudolf-Virchow-Krankenhaus, das war im Westberliner Stadtteil Wedding gelegen, und bin dort auf der Intensivstation tätig, und dort gehe ich hin, ich lasse mich von Ihnen nicht aufhalten. Und sie machte Anstalten, also wollte sich losreißen, also aus dem Griff lösen. Und daraufhin hat dieser Grenzpolizist ihr voll mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die ist auch sofort parterre gegangen. Und dann kam der zweite hinzu, und man hat die weggezogen wie, ja, wie ein Stück, ja, wie so ein Sack, wie Material. Und das war für mich schon geradezu eine Prüfung, das war sehr, sehr schwer, denn ich glaube, ich bin nicht der Typ, der jedenfalls damals, der zuschauen würde, wenn ein anderer in dieser Weise zusammengeschlagen wird, noch eine weibliche Person, das ganz rein vom Menschlichen nicht, und außerdem war ich auch Polizist, und da stecke ich nur nicht die Hände in die Taschen und gucke zu, wie ein anderer zusammengehauen wird. Ich weiß ganz genau, wie es mir, mich richtig vergewaltigt, mich zurückzuhalten, was ein Glück war, denn ich sagte es schon, es waren ja nur ein paar Schritte, da hätte ich dieses Hindernis da, diese K&S-Rolle, die hätte nicht das Hindernis für mich bedeutet, aber bin dann doch stehen geblieben, und sie wurde ja auch abtransportiert, die Frau, und es war sehr einschneidend, das war mein erstes Erlebnis. Es war also am 13. August, so gegen 14, 15 Uhr, und ich habe dann so das Gefühl gehabt, du, hier gehen doch wirklich die Uhren ab heute anders. Weil das war ein Erlebnis, was in dieser Form bis dahin noch nicht da gewesen war. Zumindest hatte ich sowas noch nicht mitbekommen. Ja, ich habe dann dort noch eine ganze Zeit, weiß ich nicht, gestanden, und dann wurde man auch abgelöst. Ist dann ganz Streife gefahren, das heißt die Bernauer Straße entlang, eben hoch und runter. Und da hat man dann eben schon die ganzen Nebenstraßen, die vielen Nebenstraßen, die von der Bernauer Straße abgehen, in Richtung Stadtmitte, somit also in den östlichen Teil der Stadt, in den damals östlichen Teil, die waren alle abgesperrt, eben in gleicher Form wie hier in Schweter Straße beschrieben. Es standen dort ebenfalls Posten, und eben auch auf der westlichen Seite Westberliner Posten, Westberliner Polizeibeamte, und die waren wie ich. Ich kann es wirklich nur sagen, wir waren total überrascht, wir waren so ein bisschen hilflos in unserer Rolle, was sich dann ja auch an dem Tag und in der ganzen nächsten Zeit bestätigen sollte. Und Hilflosigkeit ist schon eine ganz schlechte Situation. Vielleicht mal ganz kurz schildern, wie sah denn das vor dem 13. August aus? Vor dem 13. August? Und insbesondere genau diese Ecke, Schweder, Ecke, Bernauer Straße. Wie würden Sie das charakterisieren? Also man wusste, dass man, wenn man dann nach Prenzlauer Berg reingegangen ist, dass man jetzt
West-Berlin verlässt und in den Osten geht, so war es auch umgangssprachlich, ich gehe in den Osten, wurde in Berlin gesagt. Und das war aber, man hat nur, ja, man optisch waren da, ja, war nichts Besonderes. Das war das gewohnte Bild, wenn man ein bisschen weiter reingegangen ist, da hat man eben gesehen, dass teilweise die Häuserfronten und so ein bisschen grauer waren, aber sonst, sie haben nicht richtig wahrgenommen, hier ist die Grenze, das war nicht der Fall. Sie wussten das, die Berliner wussten das von beiden Seiten und das stand auch da an Posten, nicht immer an den Grenzübergängen, nicht immer. Und die Westberliner Seite hat er dort auch einen Kollegen abgestellt oder manchmal fuhr auch nur eine Streife oder die Streife fuhr eben regelmäßig diese, ja, es waren ja keine Übergangsstellen, sondern diese, ja, diese Orte, diese, ja, die fuhr man eben an, wo man wusste, na, hier ist die Grenze, hier, der Osten an. Also es war auch so, ich kann es natürlich nur von meiner Seite sagen und denke, damit treffe ich vielfach die, das Empfinden und, der, und die Wahrnehmung der Berliner überhaupt. Man wusste, du bist im Osten oder du bist im Westen, hier ist Westen, hier ist Osten. Aber man hat so damit gelebt und das war, ja, man hatte sich daran gewöhnt. Natürlich gab es mal, wenn die große politische Wetterlage das der anderen Seite notwendig schien, dann hat man natürlich die Möglichkeit gehabt, auch an diesen Stellen, wo es vom Osten nach dem Westen ging oder umgedreht, da Schwierigkeiten zu machen. Ich erinnere mich schon, dass mal ein oder zwei Tage die Grenzen dicht gemacht wurden oder Erschwernisse errichtet worden, das heißt mehr Personal von östlicher Seite abgestellt wurde und man den Zugang so oder so eben erschwert hatte. Aber sonst war es total unproblematisch, dass Westberliner in den Ostteil gehen konnten und umgedreht auch. Das war kein Thema. Das bedeutet also, dass es in dem Bereich Wedding zum Beispiel noch keine gesperrten Straßen gab, sondern die Grenzgänger, in Anführungsstrichen, konnten also wie immer es zuvor auch in Groß-Berlin war, von einem Stadtteil in den anderen gehen. Richtig, bis zu diesem Zeitpunkt war das der Fall und Grenzgänger, damit haben wir schon ein entscheidendes Wort gebraucht. Die Grenzgänger wurden ja die Menschen bezeichnet, die im östlichen Teil der Stadt lebten und in West-Berlin arbeiteten und in dem von mir geschilderten Fall mit der Krankenschwester, das war also eine Grenzgängerin und die ist mit Sicherheit in Unwissenheit zu ihrem Dienst gegangen, wollte zu ihrem Dienst gehen und die neue Situation hat das eben nicht mehr ermöglicht. Ich konnte in den Ereignisberichten der Polizei lesen, wie beobachtet wurde, dass ein sowjetzonaler Grenzpolizist über die Sperranlagen hinweg mit einem Gummiknüppel einer im Westen stehenden Frau auf den Kopf geschlagen hat. Gab es Ereignisse dieser Art des Öfteren und wie reagierte die Bevölkerung auf diese Absperrmaßnahmen? Was konnten Sie beobachten damals? Also es gab schon sehr viele ungewöhnliche Ereignisse, die diese ungewöhnliche Maßnahme, die von östlicher Seite getroffen worden war, ganz einfach als Begleiterscheinung mit sich gebracht hat. Und ich kann mich erinnern, dass in einer der Nebenstraßen, aus einer der Nebenstraßen, die zur Bernauer Straße führte, ich kann es nicht mehr sagen, ob es Wolina oder weiter oben war, das weiß ich nicht mehr, dass da auch ein Paar, ob es ein Ehepaar war, jedenfalls Mann und Frau, die haben sich bis an den Grenzposten sind die herangekommen und der Mann ist dann plötzlich 3-4 Schritte losgerannt, ist über das Grenzhindernis, über den Stacheldraht gesprungen und die Frau wurde dort festgenommen. Das war damals auch noch möglich für einige so dicht an den Posten ranzugelangen, denn man hat das ja ad hoc gemacht und da muss man sich vorstellen, dass ja einige Besucher, sprich Westberliner in Ostberlin vielleicht geschlafen hatten. Das war mehrfach der Fall und vielleicht haben dann andere oder sehr wahrscheinlich haben Ostberliner die Gelegenheit genutzt und in den Anfängen gab es noch Chancen auf diese Art und Weise. Die Chance war da, diese Grenze, diese willkürliche Grenze zu überwinden. Und wie die Bevölkerung reagiert hat, ja,
Die Mauer wurde ja dann erst später errichtet, aber auf Westberliner Seite, da stand ganz schnell eine Mauer, nämlich die Mauer Mensch. Und das war also, die Menschen waren empört. Man muss sich vorstellen, dass das ja direkte Anwohner waren. Die Berliner waren damals noch ein ganz bisschen anders als heute. Die waren wirklich, gerade die Weddinger, aber eigentlich überall habe ich ganz viel die Weddinger, nur sagen, das war schon ein besonderer Schlag. Und es wurden immer mehr Menschen, die sich dort zugesellten. Und das war auch polizeilich nebenbei bemerkt mit ein sehr schwerer Einsatz für uns, die wir damals noch recht jung waren, denn wir hatten, eine unserer Aufgaben war auch, zu verhindern, dass da nicht irgendwelche auch von Westberliner Seite her ausflippen und dass die Sache dann eskalierte. Und das war sehr, sehr schwierig. Wir sind mit Gigafonen, sind ja die Handlautsprecher da entlang gegangen, hatten bestimmte Abschnitte, haben Seilsperren errichtet. Das hieß ein dickes Seil und man hatte vielleicht, hatte ein Kollege so 80 Meter zu betreuen, sage ich mal. Und man hat die Menschen beruhigt, die sehr aufgebracht waren. Das war optisch und akustisch wahrnehmbar. Und da musste man sich sehr oft sagen lassen, sehr oft: Mensch, dreh dich da um, du hörst zur anderen Seite, geh da rüber, wechsle die Uniform. Das war eben Ausdruck dieser Empörtheit. Das muss man sich auch irgendwie, in diesem Moment ist es natürlich sehr schmerzhaft und sehr schwer, wenn man der Betroffene ist, in diesem Fall der junge Polizist. Aber man muss sich auch mal in die Lage derer versetzen, die vielleicht, die jetzt schon ganz klar gesehen haben oder annehmen mussten aufgrund der sichtbaren Situationen, dass sie jetzt getrennt sind von vielleicht von ihren Eltern, von ihren Geschwistern, von ihren Kindern, also die Familie eben oder Freunden, das reicht ja auch schon. Und wenn nun ein Polizist kommt, in diesem Fall ihr Polizist, ein Westberliner Polizist, und sagt: Nur Freunde, nun mal zurückhalten, Ruhe bitte. Und wir haben ja mal dann, es gab ja schon den Versuch, immer an die Grenze ranzukommen, das war ja die große Gefahr. Und wir wissen ja alle, wo eine Masse Mensch aufgelaufen ist, da brauchen nur zwei, drei ausflippen, dann können die alles mit sich ziehen. Das war sehr schwer. Und das setzte sich dann, also diese Mauer Mensch, die ist so am 13. August, spät Nachmittag, war die schon, also nicht mehr zu übersehen. Und das hat sich nicht in Tagen, das hat sich wochenlang fortgesetzt. Also die Menschen haben auf diese Art und Weise den Bau der Mauer dann regulär begleitet. Ich erinnere mich noch, dass so gerade Nachmittag konnte man das feststellen, da waren ja auch sehr große Industriebetriebe noch im Bezirk Weddings, ich sage nur AEG, der schon sehr viele Menschen beschäftigt hatte damals, die sind von der Arbeitsstelle zum Teil gar nicht in die Wohnung gegangen, sondern sie hat es gleich dorthin gezogen und die Frauen oder Angehörige, die kamen dann und haben Kaffee und Stullen gebracht. Das ist wirklich wahr, aber das kennzeichnet so für jemanden, der sich das gar nicht vorstellen kann, auch die Situation, das trifft eine Aussage darüber, in welcher Form, wie haben die Menschen auf ihre Frage reagiert. Die Betroffenheit, die war sichtbar, die war nicht zu übersehen. Es ist dann auch notwendig geworden, direkt im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Mauer, als die dann eben immer höher wurde und immer massiver, und dass wir also wirklich richtig massive Polizeieinsätze gefahren sind. Ich bin 3-4 Mal selbst, ich war selbst am Wasserwerfer ausgebildet als Werfer, und wir mussten die Menschen zerstreuen, als eben, also die Westberliner, wirklich, wir mussten die Straße frei machen, sonst hätte man nichts für nichts garantieren können. Das bringt mich zu der Frage, wie war denn die rechtliche Stellung? Ich meine, Westberlin wollte diese Mauer ja nicht. Das war ja eine östliche Zwangsmaßnahme. Und was wurde Ihnen gesagt, wie hätten Sie zum Beispiel, gegenüber standen jetzt Deutsche, die waren bewaffnet, und aufgrund des besonderen Staatsschutzes von Berlin hätten diese Menschen gar nicht bewaffnet sein dürfen. Und jetzt mussten Sie auch noch dieses neu entstehende Bauwerk schützen. Was wurde Ihnen da als Dienstauftrag mit auf den Weg gegeben?
Also am Anfang wurde uns nicht viel mit auf den Weg gegeben. Das war auch nicht möglich, weil auch die Polizeiführung, wie auch die politische Führung, die waren ja total überrascht und standen vor einer bis dahin nicht gekannten Situation und damit auch vor einer, ja, man kann sagen, neuen und zunächst doch total fremden Aufgabe. Für uns war ganz klar, wir haben versucht, also es ging immer, den Menschen zu schützen, wo es möglich war, dass da wurden Fluchtunternehmen unterstützt, das kann ich also sagen, und zwar zunächst in der Form, es wurde ja von der anderen Seite auch schon mal die Waffe gezogen und angedroht, sodass also auch Westberliner Kollegen ebenfalls die Waffe gezogen haben und gesagt, du hör auf oder so. Oder wenn jemand, wie in diesem Falle, über ein ausgezogenes Stacheldraht gesprungen ist, das war dort nun nicht mehr nötig, aber an anderen Orten ist mir bekannt geworden, da kann man ja auch leicht hängen bleiben, jeder ist ja nicht so sprungkräftig und der Polizist war auf der anderen Seite, nun kommt es auch immer auf den Polizisten an, in erster Linie ist ja der Polizist mal ein Mensch und dann wird er Polizist, dann hat der in den meisten Fällen, wurde zugefasst und wurde unterstützt. Also es gab da die unterschiedlichsten Varianten. Man kann da nicht generell sagen, das war so und so. Jede Sache war anders. Es war ja auch abhängig von der Örtlichkeit, das war abhängig von der Begehungsart, das war abhängig von den Menschen, die das unternommen haben, das war auch abhängig von den Kollegen auf beiden Seiten. Wobei ich sagen muss, ich kann im Moment nichts anderes sagen, dass die Kollegen auf der anderen Seite also total, also starr und linientreu ihren mit Sicherheit gegebenen Auftrag ausgeführt haben. Also da gab es so mal das möglich machen oder das kann ich doch machen, ich brauche den ja nicht festhalten oder renne so hinterher, dass ich nicht mehr kriege oder so. Das war nicht denkbar. Soweit ich weiß, gab es ja auch eine östliche Verordnung, die dem Westen vorschreiben wollten, dass 100 Meter jenseits der Mauer im Westen Sperrgebiet ist. Wie wurde das, gab es da einen Dienstauftrag zu, wie die Polizei damit umzugehen hatte und wie verhielt sich das mit den Aktionen oder den Fluchtversuchen, die Sie sicherlich miterlebt haben von Bernd Lünser und Ida Siegmann in der Bernauer Straße? Also von diesen Ansinnen der östlichen Seite ist mir bekannt, dass man sich ja also nicht näher als 100 Meter an die Mauer heranwagen sollte. Das haben wir zur Kenntnis genommen, aber das nichts weiter. Das war gar nichts. Das war so ungefähr eine Mitteilung wie die Post kommt morgen erst Mittag statt Vormittag. War nichts. Das war ja eine unmögliche Sache. Also das wurde von uns in keiner Weise als irgendeine Gefahr oder als irgendeine Hürde schon vor der Mauer betrachtet. Das wurde total ignoriert. Das war kein Thema. Sie haben gerade die Flucht von Frau Siegmann und Bernd Lünser angesprochen. Also es war ja wohl die erste Mauertote, zumindest im Bezirk Wedding, war Ida Siegmann. Und ich habe damals den Einsatz selbst gefahren. Unsere Dienststelle war in der Pankstraße gelegen. Und wir haben den Einsatz bekommen, so lautete der Einsatzbefehl immer, fahren Sie Bernauer Ecke, Schweter, dort Grenzzwischenfall. Grenzzwischenfall, diese Aussage lässt alles zu, aber mehr war ja auch nicht zu sagen, weil der das weitergegeben hat von der Funkbetriebszentrale der Polizei, da hat er auch nichts weiter erfahren gehabt und Aufträge mussten kurz und knapp sein. Und ich war der Kraftfahrer dieses Einsatzfahrzeuges und als ich von der Badstraße dann in die Bernauer Einburg, beziehungsweise Badstraße Brunn in die Bernauer links Einburg, bin ja auch mit Blaulicht gefahren und Signal, also akustischem Signal, und hatte bestimmt 4, 5 Kollegen hinten drauf. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, also überhaupt. Und es ist aber doch eine andere Verantwortung, als fährt man allein, auch wenn man schnell fährt. Und die Bernauer war ja dann weit einsehbar, weil Fahrzeugverkehr oder so hat ja da ganz minimiert stattgefunden. Und ich weiß noch, dass ich von einer bestimmten Entfernung
so mehr oder unbewusst was in der Luft wahrgenommen habe. Ich glaube oder denke immer noch, das war wie so ein großer schwarzer Ballon, kam mir das vor, den ich da, aber ich hatte natürlich nicht die Zeit, und es geht da auch schnell, mich darauf zu konzentrieren, und war ja dann, ja, wie gesagt, eine halbe Minute später dann dort, und da habe ich dann auch da, sage ich müssen, da habe ich dann sehen müssen, was ich in der Luft wahrgenommen hatte. Das war nämlich die Frau Siegmann, die hatte ihr Oberbett aus dem dritten Stock geworfen, aus dem dritten Stock des Hauses. Ich habe vielfach in der Presse gelesen, aus dem vierten, das stimmt nicht, so aus dem dritten Stock. In dem Glauben, wenn sie dort reinspringt, dann wird sie unverletzt bleiben. Ich weiß nicht, ob die Frau war schon älter. Ich weiß nicht, ob sie ein bisschen verwirrt war oder ob es Verzweiflung war, denn an und für sich ist nach menschlichen, ganz normalen menschlichen Denken verständlich, wenn ich mein Oberbett, selbst wenn ich Kopfkissen noch aufs Oberbett fällt, wenn ich darauf springe, aufs Pflaster, aufs Gehwegpflaster, dass mich das nicht schützen kann. Sie war tot. Und das war, ja, das war auch so ein Ereignis, das sind ja alles prägende Ereignisse, und muss ich an der Stelle mal einfügen, dass ich damals, wie der Großteil meiner Kollegen, auch noch sehr jung war. Und ich glaube, so in jungen Jahren, da verarbeitet man irgendwelche Dinge schwerer, weil man da einfach noch nicht so erfahren ist. Also es war schon sehr schmerzlich, und das war auch immer Thema, dann sofort das Thema unter den Kollegen, soweit man eben zusammen war. Man war ja doch mal auf der Dienststelle konzentriert zusammen, wenn auch nur wenige Stunden, mal eine halbe Stunde, weil ein Einsatz den anderen jagte. Und dann gab es ja auch die vielen Ereignisse, die Bilder wiederholen sich in vielen Illustrierten und auch eben in den Medien schlechthin, dass die Fluchtunternehmen aus der Bernauer Straße, das war ja da ganz gut möglich, weil man muss wissen, der nördliche Teil der Bernauer Straße, also der Gehweg schon, der war West-Berlin, und ja, der südliche Teil, die dort stehenden Häuser, das war Ost-Berlin. Also es war total schizophren, wie alles eigentlich. Und die Menschen, die dort lebten, wenn die also vorn zur Tür rausgegangen wären, das war nicht mehr möglich, da wären sie in West-Berlin gewesen. Und natürlich haben diese Wohnung geradezu eingeladen, nach West-Berlin zu flüchten. Es hat sich auch in der Folgezeit, hat es da auch ständig, kann man sagen, irgendwelche Versuche oder gelungene Fluchten gegeben. Und man darf hier nicht dem Irrglauben unterliegen, dass nun alle Menschen, die in diesen Häusern damals lebten, nur nach West-Berlin flüchten wollten. Nee, es ist ja so, man in einer solchen Situation, da spricht sich das natürlich rum, Mensch, wo Berliner kennen ihre Stadt, die Ostberliner natürlich auch, und die sagen, du, wo gibt es die Möglichkeit? Also weiß ich, habe ich Bekannte, habe ich Freunde, habe ich Verwandte, und wähle den Weg über die Bernauer Straße. Und da hat es schon tolle Dinger gegeben, die ich auch miterlebt habe. Also ich erinnere mal an das Bild, wo oben die Grenzposten eine ältere Dame festhalten an den Armen und unten die West-Berliner Polizisten, wo ein Kollege, man hat das als Kind Räuberleiter genannt, wo der eine den anderen auf den Rücken steigt, um eben höher zu sein, und dann gezogen hat. Ich meine, manchmal kann man im Nachhinein, könnte man ein bisschen lachen, wenn es nicht so traurig gewesen wäre. Und das war auch immer, solche Ereignisse waren natürlich auch immer begleitet von sehr vielen Mitbewohnern oder Bewohnern der Bernauer Straße auf dem westlichen Teil. Da war es dann eben so, wenn sowas passierte, da waren die Leute nicht mehr zu halten. Die sind, da hatte man dann zu tun, dass sie einen wenigstens nicht behindern in einer solchen Aktion. Und das war sehr schwierig. Und es gab immer wieder, also es gab eine solche Vielzahl. Es gab in der ersten Zeit stündlich irgendwas. Und was ich nicht selbst miterlebt habe, das hat man dann erfahren. Man hat, obwohl man so überfrachtet war von den Ereignissen, aber man hat das auch aufgenommen. Und das tat einem, ja, es war schmerzlich, ist wohl der richtige Ausdruck. Und das habe ich auch bei allen anderen Kollegen festgestellt. Wir waren unwahrscheinlich also betroffen, dass sowas möglich ist, dass man so mit Menschen umgeht, dass man, ja, das war
war nicht einfach. Was haben Sie gemacht, um mit diesem inneren Gefühl, um ein Ventil zu schaffen? Am Anfang war wohl nichts möglich. Man hat darüber gesprochen, man hat weder darüber gesprochen, man hat geschimpft, man hat, wie man in Berlin sagt, das ist ganz einfach treffend, man hat wirklich abgekotzt. Und als die Mauer dann eben errichtet wurde und immer massiver wurde und immer massiver und die wurde trotz, also wurde es ja auch ruhiger in der Bernauer Straße, zwangsläufig natürlich, aber die, also das richtig zu akzeptieren, das sich vorstellen, dass das also die tatsächliche Trennung, die das was Absolutes ist, das war mir so nicht möglich. Außerdem hat mich, also mich persönlich, kann ich wirklich nur für mich sprechen, ich hatte ganz tief und innerlich wahnsinnig dieses menschliche Unrecht, das hat mich im wahrsten Sinne des Wortes gequält. Und irgendwann, man ist auch mal so ganz für sich alleine, das war damals sogar der Fall, da ist mir so die Idee gekommen, Mensch, du musst hier irgendwas unternehmen, du kannst das nicht so hinnehmen, du willst das nicht so hinnehmen. Und dass der Gedanke bei mir geboren worden, also die Mauer zu sprengen. Und das wurde, der Gedanke wurde dadurch transportiert, gefestigt und weiterentwickelt, weil ich war einer der wenigen Westberliner Polizisten, der im Sprengen ausgebildet war, während meiner Ausbildung in der Bereitschaftspolizei. Das hätte ja notwendig werden können. Man kann ja auch eine Gefahrenstelle, sprich Ruine oder etc. sprengen müssen. Und die damalige Lage Westberlin, die hat ganz andere Notwendigkeiten geschaffen. Da waren die polizeilichen Aufgaben eben andere als in einer normalen Stadt. Und natürlich bin ich mit dem Gedanken ein Weilchen schwanger gegangen. Und da weiß man, das ist natürlich jedem erklärlich, das kann man nicht allein durchführen. Aber wenn man so lange auf einer Dienststelle ist, Dienst versieht, wie ich damals auf dem E-Kommando Wedding, da kennt man seine Kollegen und man schätzt sie ein, man schätzt sie richtig oder auch falsch ein. Aber man weiß, ich dachte jedenfalls, ich weiß, wem ich ansprechen kann, um bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Und wie sich dann später herausgestellt hat, habe ich die drei richtigen Kollegen angesprochen. Wir haben dann also den Plan gefasst, wir haben den Plan vertieft, wir haben... Es hat sehr lange gedauert, erstmal das Für und Wider abzuwägen. Wir waren sehr jung, aber das sage ich immer mit ein bisschen Stolz. Wir hatten auch, jedenfalls von mir aus, und das kann ich auch für die dann beteiligten Kollegen sagen, war die Zielsetzung ganz klar. Wir wollten nicht einen Knallbonbon da loslassen, sondern wir hatten ganz einfach den Anspruch. Wir haben uns gesagt, was sagen die Ostberliner eigentlich auf der anderen Seite, die überhaupt keine Möglichkeit hatten, in der Form wie wir noch gegen die Mauer zu opponieren, zum Ausdruck zu bringen, dass dieses unmenschliche Bauwerk nicht hingenommen wird. Die hatten keine. Wir haben uns gedacht, die sagen, was machen denn die anderen? Die halten die Füße still. Das war ein Punkt. Wir wollten denen also ein Zeichen setzen, du, wir vergessen euch nicht. Wir sind ebenso nicht einverstanden wie ihr. Dann war das Zweite, wir wollten den Verantwortlichen, man sprach damals immer von den Verantwortlichen in Pankow, dort wollten wir Unruhe stiften, den wollten wir deutlich machen, du, das nehmen wir nicht hin, hier passiert was, hier geht was ab. Und das Dritte war, wir wollten auch der Welt zeigen, der Weltöffentlichkeit zeigen, wir sind nie einverstanden, wir machen was, hier passiert was. Und das war also insgesamt, weil der Gedanke ein Fanal setzen, der war total der Inbegriff unseres Tuns. Der nächste Punkt war dann, als dieses alles klar war, dass wir es tun werden, dass wir bereit sind, das zu tun, dann hat man der Sprengstoff, hat ja nun keiner im Kühlschrank. Das war nun eine schwierige Sache, den zu beschaffen. Da hat es einige
Versuche gegeben, die fehlgeschlagen sind. Aber ich habe damals schon einer Gruppe angehört, die Fluchthilfe geleistet hat. Das war die Gruppe Girrmann, die ist ja sehr durch die Presse gegangen. Diese Gruppe hatte sich mal zusammengesetzt aus Studenten. Und der Ursprungsgedanke war, dass man den Studenten, die in Westberlin studierten und nun ihr Studium abbrechen mussten, dass man denen helfen wollte. Und das hat sich dann aber sehr ausgeweitet. Das sind dann auch andere Menschen, ist anderen Menschen zur Flucht verholfen worden. Und zu der Gruppe hatte ich dann bald Kontakt. Ich weiß auch, dass die Gruppe Kontakt ins Schöneberger Rathaus, das war damals der Senat von Westberlin, hatte. Und durch diese Gruppe, durch sehr verantwortliche Personen dieser Gruppe, denen wir Polizisten das dann angetragen hatten, was wir vorhaben, sind wir unterstützt worden. Erstmal sind wir dahingehend unterstützt worden, dass sie den Gedanken, die Idee, die Notwendigkeit mitgetragen haben. Und zum anderen hat sich dort auch der Weg ergeben, den Sprengstoff zu beschaffen. Wie ich weiß, ob so ist, weiß ich nicht ganz genau, wurde der Sprengstoff aus der Schweiz beschafft. Das war für mich sekundär, was sehr positiv war. Als ich ihn gesehen habe, das erste Mal, da war ich sehr erfreut. Es war genau dieser Sprengstoff, an dem ich ausgebildet wurde. Das ist Industriesprengstoff gewesen, Donarit, den man in Bergwerken und dergleichen, das man ja in der Schweiz vorstellbar sehr häufig gebrauchen kann. Über den konnte ich dann eben verfügen. Ich habe dann mit den Kollegen, mit den drei Kollegen, haben wir also richtig einen kleinen Lehrgang gemacht, also immer in Abständen. Im Keller einer Wohnung habe ich dann die Packung, also die Sprengladung, habe ich zusammengestellt. Das sind Donarit, gibt es sicher in unterschiedlichen Formen, aber die herkömmlichste und die meistgebrauchte Form, das sind große Patronen, die so in Wachspapier eingepackt sind. Das ist eine knetbare, weiche Masse insgesamt. Und es war, man muss dazu eine Sprengkapsel haben, man muss dazu eine Zündschnur haben. Das sind also die drei Elemente, die man braucht, um dann eine solche Sprengung umsetzen zu können. Wir haben dann, wie gesagt, das alles erprobt und haben alles, sagen wir mal, kalt probiert. Man muss auch wissen, dass das nicht so einfach war. Man muss die Sprengschnur, die dann angezündet wird und zur Zündung führt, die muss man schräg anschneiden, ganz schräg. Und dort muss der Kopf des Streichholzes richtig reingedrückt werden. Und im Moment des Zündens, da erzeugt das ja die größte Hitze, dann wird die Pulverseele, die in der Sprengschnur sich befindet, entzündet. Und dann ist es errechenbar, ich weiß es noch, 1,60 Meter. Also man kann ganz genau die Zeit, das ist auch nötig bei einer solch gefährlichen Sache, die es immer bis zuletzt geblieben ist. Und wir haben dann den Zeitpunkt gewählt, der Zeitpunkt der Sprengung, das war die Nacht vom 25. zum 26. Mai 1962, 01:03. 01:03 hat sich so ergeben, aber ich werde es nie vergessen. Nun ist es auch so, man muss sich vorstellen, die Bernauer Straße war um diese Zeit und schon zu dieser Zeit überhaupt sehr ruhig und in der Nacht menschenleer, aber sie war nicht unbewacht, auch von östlicher Seite nicht. Und dort, wo wir die Stelle, die wir gewählt haben, die Örtlichkeit, wo wir die Sprengladung anbringen wollten und das dann auch realisiert haben, die war Bernauer Ecke Schweter. Es war sehr interessant. Dort war ja mein erstes sehr schlimmes Erlebnis mit der Grenzziehung am 13. August. Zum damaligen Zeitpunkt konnte ich noch nicht ahnen, welche Rolle diese Stelle einmal für mich auch persönlich spielen würde. Aber an der Ecke, die Häuser standen noch, die
Fenster waren inzwischen zugemauert worden. Es war also ein gespenstisches Bild. Die Menschen waren inzwischen zwangsevakuiert, wie man weiß. Somit waren die Fluchten nicht mehr möglich, die sich vorher dort ereignet hatten. Und ganz oben im Dachgeschoss des letzten Hauses, wir haben so umgangssprachlich gesagt, war ein Greponest. Also da waren zwei Grenzpolizisten, die ständig von dort eben einen bestimmten Bereich der Benauer Straße im Blick hatten. Und wir wussten, wir hatten dann herausgefunden, wenn zwei bestimmte Kollegen, also während der Zeit, nach 0 Uhr, war dann wie gesagt beruhigt, es war schon leider Normalität geworden, auch für die eingesetzten Kräfte. Dann haben sich die Ostkollegen, so bezeichne ich sie hier mal, die waren dann nicht mehr zu sehen, die haben sich nämlich hingelegt. Okay, ne, wenn du so willst, hatten die keine Aufgabe mehr. Also war mit Sicherheit nicht, so hingenommen dort von der Führung, das hat da niemand gesehen. Und das sind eben so die Sachen, da kommt das Menschliche irgendwo durch, da ist egal, welche Uniform man trägt, das ist einfach so. Das wussten wir auch und das haben wir uns zunutze gemacht. Wir hatten dann mit einem Fernrohr, ein Scherenfernrohr, ist ja vielleicht ein Begriff, das ist also das, wo man eigentlich den Hineinblickenden nicht sieht, aber die Dinger irgendwie verdeckt stehen und dann haben wir das alles genau beobachtet und wir Kollegen, die wir dann an der Sprengung beteiligt waren, wir haben über 3 Wochen zu jeder Minute dieses ganze Gebiet dort bewacht. Wir haben niemand anderen gesagt, du, wie war denn das? Wir wollten ganz sicher gehen und auch wenn wir keinen Dienst hatten und auch wenn man Dienst hatte, ist man nicht immer dort, dann sind wir in unserer Freizeit dort aufgetaucht und haben uns dort abgewechselt. Wir haben jede Regung gesehen, wir haben alles gesehen. Weil eins war auch mit den erwähnten Zielen, war eins auch klar. Und das war noch wichtiger als die genannten Ziele. Es durfte niemanden, und da betone ich niemanden, nur ein Körnchen Sand dabei an den Kopf fallen. Das kann nicht sein. Das hätte ich auch für mich nicht getragen und das meine Kollegen auch nicht. Und wie sowas ausgeht, wenn was ist, was man vorher nicht genau weiß, das weiß man eben nicht. Und wir wollten eben alles ausschließen, um eine solche Gefahr irgendwie möglich werden zu lassen. Naja, es hat dann auch alles, die Entwicklung hat dann seinen Lauf genommen und der Sprengvorgang, das ist vielleicht mal nicht zu unbedeutend für Unwissende, der ist ja nicht so einfach. Auch die Vorbereitung. Sprengen, das sagt schon das Wort, das heißt ausdehnen, was zerreißen. Was zerreißen, weil es nicht mehr weg kann. Und die eine Seite, der eine Festpunkt war da, das war die Mauer, den galt der Angriff. Aber die andere Seite, das war die Verdämmung. Das heißt, ich muss jetzt die Gegenkraft schaffen. Da haben wir 3 Sprengladungen vorbereitet und haben für jede Sprengladung 4 große Sandsäcke vorbereitet. Die musste man allerdings deponieren in der Nähe, das war unwahrscheinlich schwer. Und die Möglichkeit, überhaupt so an der Grenze agieren zu können, das war natürlich für uns geradezu einladend. Es gab einen Grenzwagen, Dora 12 war die Kennzeichnung dieses Wagens, das war also der Ruf, wenn man über Funk gerufen wurde, Dora 12, das waren wir dann, der hatte nur die Aufgabe, nachts die Bernauer Straße hoch und runter zu tuckeln, um Unregelmäßigkeiten festzustellen und eben irgendwelche Dinge auszuschließen, die ja immer möglich sein konnten. Und das haben wir natürlich, das war natürlich die Möglichkeit für uns. Und ich war damals der Streifenführer an der Nacht auf diese Wagen Dora 12 und wir sind, also die Sandsäcke da anzubringen, das war wirklich ein heißes Unternehmen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch mal dazu in der Lage wäre. Wir haben sie dann bis irgendwo rangefahren und sind dann an der Häuserwand, also wenn Sie wollen, schon im Osten, an der Bernauer Straße, an den Häusern, haben wir sie immer
also so, es waren so 80 Pfund ungefähr, ist man immer ein paar Schritte leise gegangen, so in Turnschuhen, dann hat man sie wieder abgesetzt, einmal ab. Also es war sehr schwierig. Und ja, dann war eben, wie gesagt, alles vorbereitet und dann ist der Wagen, da muss man auch drauf achten, das war damals ein VW Käfer. Wir waren damals hier in Berlin, waren wir noch blau uniformiert und auch die Funkstreifenwagen waren blau. Und der Käfer, der ist nun immer im zweiten Gang da hoch und runter getuckelt. Und wir haben auch daran gedacht. Wir haben gesagt, es muss ganz genau der gleiche Rhythmus bleiben. Denn man weiß vielleicht, wir Menschen reagieren auf gewisse Sachen in gewissen Situationen sehr unterschiedlich. Und manchmal kann der Schlafende, wenn ein Geräusch wegbleibt, der kann schon aufwachen und sagen, du, was ist da? Obwohl nichts war, das reicht aus. Also haben wir das so alles vorbereitet, dass der Wagen dann immer, das sind da gewisse Abstände, die Bernauer ist ja auch nicht so kurz, hin und her tuckelt. Und dann sind wir zum gegebenen Zeitpunkt, eben als alles klar war, als alles vorbereitet war, sind wir an die Sprengladung gegangen. Dabei muss ich noch, darf ich nicht unerwähnt lassen, wir wollten ja, haben ja dann auch letztlich ausgeschlossen, dass auf der anderen Seite und auch auf unserer Seite dass da was passieren konnte. Und dazu haben wir eine, ganz einfach nur eine Sprengladung, natürlich nicht mit der Intensität, nicht mit dem vielen Sprengstoff, 300 Meter weiter, das ist der Gleimtunnel gewesen in der Nähe des Güterbahnhofs Wedding. Die haben wir dort angebracht, habe ich angebracht und hatte schon einen Kollegen so ausgedacht. Den habe ich ziemlich zuletzt gesagt. Ich wusste, dass der dort Posten hatte und wir haben auch so ein bisschen lanciert. Wir konnten so ein bisschen da eingreifen. Und der wusste auch, wie er zu zünden hat, ein bisschen leichter. Und der hat diese Sprengladung so eine Minute vor uns, als wir schon da bereit hockten, gezündet. Und es hat natürlich gerade der Gleimtunnel, das ist eine Unterführung, die zugemauert war, eine Bahnunterführung, es hat höllisch geknallt. Und dann ist das passiert, was wir uns wünschen, die Doppelstreife links und rechts von der Bernauer, wo sie, also Schweterstraße auf der anderen Seite, wo sie sich auch gerade befanden, die rannten dort zum Ereignisort. Das ist übrigens ein Punkt, den ich im Nachhinein nie verstehe, das wird auch nie gelingen. Diese Grenze war so perfekt. Die war so, da wurde an alles gedacht. Also an alles. Aber wenn irgendwo an der Grenze was los war, dann haben die alle ihren Standort verlassen und sind dorthin gerannt. Und wir hatten das natürlich auch mit anderen Aktionen vorher getestet. Also dieser eigentlichen Sprengaktion, da sind schon einige Sachen vorausgegangen und jedes Mal hat es geklappt. Wir haben irgendwo irgendeine kleinere Aktion, nicht gerade sprengen, da gibt es tausend andere Sachen, die haben wir in Szene gesetzt und haben festgestellt, die Krepus, die haben Haus und Hof vergessen und sind dorthin gerannt. Und so war es auch da. Und dann haben wir eben die Sprengladung gezündet und ich sagte ja schon, 1 Meter 60 Sekunden, wir hatten 2 Meter Sprengschnur, hatten wir also 2 Minuten Zeit. Und dann haben wir uns in den Funkstreifenwagen gesetzt und sind so ungefähr 250 Meter so zurückgefahren. Und dann ist es wirklich losgegangen. Und das war also ein Höllengeräusch. Und dann habe ich als Streifenführer dann der Funkbetriebszentrale eine Meldung abgesetzt. Ich habe mich gemeldet, ich habe gesagt, Dora 12, Standort Bernauer Straße, Strelitzer, also nehme ein starkes Knallgeräusch an der Grenze statt. Ich habe nicht Demarkationslinie gesagt, weil das war damals der gebräuchliche Begriff inzwischen schon. Ich dachte, ich wusste, dass alles aufgezeichnet wird und ich wusste nicht, wie alles weitergeht und Demarkationslinie hört sich schon fachmännisch an. Also, ich habe gesagt, an der Grenze. Und da hat der mir einen Auftrag gegeben, hat gesagt, du, auf 12 fahren Sie zum Ort und geben Sie Bericht. Eigentlich hätte ich gar nicht hinfahren brauchen. Natürlich sind wir da erst dann im Zusammenhang mit dem
Funkspruch absetzen oder vorher, nachdem das gerade geknallt hatte, so fürchterlich, sind wir auch kurz ausgestiegen, weil wir auch links und rechts Geräusche wahrgenommen hatten. Und das waren die Geräusche, da sind die Gesteinsbrocken der Mauer. Die sind bis 200, 250 Meter in den westlichen Teil geschleudert worden. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Verdämmung, die hat eben doch dann letztlich mehr nach und hat das zugelassen. Aber was wirklich sehr beeindruckend war, als ich ausgestiegen bin, da dachte ich, der Wagen, der Funkwagen, der ja blau war, blauer Lack, der hatte einen gleichmäßigen, ganz hellen Film. Als hast du so ganz gleichmäßig Mehl drüber. Also das war wirklich stark, so sah das Ding aus. Und du hast doch gemerkt, und in der Luft war eben Staub. Bin ich dann zum Ort gefahren. Einer der Kollegen, das muss ich noch hinzusagen, wir haben ja auch auf der Wache viel verändert am Dienstplan. Der Dienstplan, das war so Klötzer, den man stecken konnte, die haben wir einfach verändert. Und einer der Kollegen, der teilgenommen hatte, der hat an diesem Tag frei, der ist nur zum Zwecke der Sprengung dorthin gekommen. Wir wollten also eben, ja, das war eben konspirativ, wenn Sie so wollen. Und dann bin ich zum, eben als ich den Ort erreicht hatte, da habe ich erstmal, ist nicht, war, ja, es sah schlimm aus. Also die Mauer war wirklich in der Mitte, sagen wir mal so auf 3 Meter weg. Und links und rechts, was noch stehen geblieben ist, das war so deformiert. Ich weiß noch genau, es hatte mich richtig gereizt hinzugehen, hätte man da mit dem Fuß gegengetreten, da wäre es zusammengefallen. Und dann haben sich natürlich die Ereignisse überschlagen. Erst kam auf der anderen Seite, das war schon, da hörte ich dann immer, die hatten so die Magirus-Fahrzeuge, das sind schwere Motoren. Da hörtest du nur immer, da kamen, also waren auch laut, da kamen Fahrzeuge an, mit Mannschaften wurden rausgefahren. Die sind dort in Stellung gegangen, dort ist ja gleich das Jahnstadion, das ist so eine Böschung, da sind sie richtig, haben sich hingelegt, dann haben sie 2 MGs so in Richtung Westen aufgebaut und das war, ja, war schlimm. Und auf der westlichen Seite, da kam dann erst alles, was Polizei war, hin, dann kamen die Franzosen, französische Schutzmacht, die ja nicht fein war an einer Grenze, kam mit Schützenpanzern raus und waren wohl, wenn ich mich so erinnere, 2 Offiziere, die immer auf mich eingeredet haben mit einem Dolmetscher und die wollten nicht, die wollten von mir, die haben mir einfach unterstellt, dass ich mehr weiß. Klar, das ist so manchmal in ihrer Eifer, in ihrem Eifer, was, sie müssen was gesehen haben. Und ich habe nur gesagt, ich habe nur was gehört. Wir haben uns dort befunden und ich kann Ihnen nicht sagen, Ali. War, vielleicht habe ich es auch in der Situation als besonders heftig empfunden, das weiß ich nicht. Und dann kam natürlich die Presse und die haben mich ja nun noch mehr verfolgt. Die sind ja bald in den Käfer reingekrochen. Aber irgendwann hatte sich nicht beruhigt, aber ist das auch so abgeflaut. Man hat dann Stellung bezogen, die Schützenpanzer da, da und drüben. Das war ja eine Bewegung. Und ich weiß, da war dann auf westlicher Seite natürlich, also unweit dieser nun gesprengten Mauer, da stand immer auf der linken Seite so eine Alt-Berliner, ja, so eine Telefonzelle, wie man sie eben kannte. Ich weiß, dass ich dann auch alleine war. Ich habe mich dann da so angelehnt, weil ich total entkräftet war. Das hat auch damit zu tun, wenn man jetzt über 3 Wochen oder sagen wir mal 4 Wochen so eine Spannung aufbaut, so eine innerliche Spannung, dann ist es zu diesem Zeitpunkt, wo es passiert ist, da ist man, es fällt man zusammen wirklich wie ein Sack, man hat nichts mehr, man ist einfach fertig. Und ich, als ich das Treiben dann so, die Entwicklung so auf der anderen Seite und auch auf der westlichen Seite gesehen habe, da weiß ich ganz genau, da ist mir so durch den Kopf geschossen, Mensch, hoffentlich hast du nicht den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Und das war ein unbeschreibliches Gefühl der Angst. Also ich kann es gar nicht wiedergeben, nee, ich kann es ja nicht wiedergeben. War plötzlich, also es war mehr als Hilflosigkeit, es war wie, ja, wie innere Panik. Man muss sich so vorstellen, man kann das, ja, wenn man das optisch wahrnimmt, da ist das sicher viel, ja, viel einprägsamer, aber man muss sich so vorstellen, es wurde ja ganz langsam auch morgen, die Nacht wich ja dann
Und zwar mehr oder weniger Sommerzeit, der Mai, dann ist ja die Nacht nicht mehr so lang. Und dann hat man drüben gesehen, auf der östlichen Seite, das hat es schon, das sah kriegsmäßig aus. Und es war eben diese militärische Bewegung, auch auf beiden Seiten, auch die Franzosen waren ja sehr aktiv. Und das hat also mit Sicherheit diesen Gedanken und eben dieses Gefühl so ausgelöst. Ich weiß auch, dass mir in diesem Moment, mir ist total kalt geworden und ich konnte mich gerade so halten und dachte, Mensch, nee. Es ging dann weiter. Ich muss dazu sagen, das sollte nicht eine Einmalaktion sein. Wir waren uns vorher schon im Klaren, was die Ouvertüre so zum Beispiel sein sollte. Und die habe ich nicht getroffen, aber es gab Verabredungen, weiteren Sprengstoff empfangen zu können. Und so bin ich dann am nächstfolgenden Tag nach Frankfurt am Main geflogen, noch völlig kaputt natürlich. Es gab damals hier die französische Luftfahrtgesellschaft, ich weiß, die Air France, da flog die moderne Maschine, der Caravelle. Die Caravelle hieß, die waren ganz schnelle. Und in Frankfurt, das ist nicht unbedeutend. Also von Frankfurt bin ich nach Köln gefahren, zu einer Bundeswehrdienststelle und bin dort, ich nehme mal an, dass das ein recht hochrangiger Offizier war, von denen erwartet worden. Ich war natürlich angesagt und ich glaube, der hat sehr gestaunt, dass er so einen jungen Menschen da trifft. Und den habe ich in guter Erinnerung, weil der was gemacht hat, was man nur selten findet. Die Zusage, dort Sprengstoff abzuholen, die lag vor. Und das kennzeichnet eigentlich auch so die damalige Situation, wie weit das gegangen ist. Das kennzeichnet auch, welches Gedankengut, wie die Menschen damit umgegangen sind. Das ist mir von großer Bedeutung, weil es heute in dieser Zeit, und das ist erklärlich, nicht vorstellbar war. Aber wir hatten damals eben diese Zeit und da empfand man eben diese Mauer und diese Grenze mit all ihren blutigen Begleiterscheinungen, in ihrer Unmenschlichkeit, als so schockierend, dass eben vielerorts die Bereitschaft gegeben war, dagegen was zu unternehmen. Und ich finde immer noch, wenn ich nachdenke, dass dieser faire Mann, den ich dann gegenüber hatte, der mir im ersten Satz, man begrüßt sich und dann hat er gesagt, Herr Latzer, ich muss Sie enttäuschen, ich werde das nicht tun, ich habe mich anders entschlossen. Und ich fand das so toll, es war nicht, ich könnte, ich würde, es war nicht, und er hat gesagt, wir können hinterher über alles sprechen, aber erstmal will ich Ihnen das sagen. Und zwar hat er mir gesagt, es konnte er nicht übersehen, es sind ihn mehrere Personen, die nicht sein Vertrauen haben, die müssten eingebunden werden, um den Sprengstoff rauszugeben. Es war also nicht, ich will das auch nicht weiter ausführen, es war aber nur so ein Punkt für mich, der mich also sehr angenehm berührt hat. Und dann gab es inzwischen schon eine weitere Verabredung, das war war ein Tag später. Ich bin dann nach Babenhausen gefahren. Babenhausen liegt unweit von Aschaffenburg, waren sehr viele Amerikaner, waren dort amerikanische Soldaten, sehr viele Kasernen, die von Amerikanern genutzt wurden, waren dort. Und da war ich, hatte natürlich den Punkt genau und ich war alleine natürlich. Und bin dann an dem Punkt gewesen, konnte das Kaserntor sehen und hatte dort eben jemanden zu erwarten, ebenfalls wieder Sprengstoff zu übernehmen. Die ganzen Vorhaben, die ganze Entwicklung bis dahin, die kann ich Ihnen nicht sagen, es würde auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Und nun weiß man ja bei so einer Sache nie, wen sie treffen. Wer wüsste da auch nicht. Und kam dann auch sehr pünktlich. Ich weiß nur, dass es 10 Uhr war. Und fast mit preußischer Pünktlichkeit rollte da eine mächtige dunkle Limousine raus aus der Kaserne. Und ein auffallend großer Mann, sehr stabiler, so mit Stirnglatze, im dunklen Anzug, der begleitete die zu Fuß, die Limousine, die eben nur im Schritttempo fuhr. Naja, und als sie mich erreicht hatten, ist der Mann auch auf mich zugekommen. Man hat sich 3 Worte gesagt und war sehr schnell klar, wer ist.
Und er hat dann gesagt, möchte einsteigen hinten, habe ich auch gemacht. Und er ist auch eingestiegen von der anderen Seite und ist der Wagen so leicht weitergerollt. Und dann hat er, nach wenigen Sekunden hat er mir die Marke gezeigt, die ich dann später lange selbst in der Tasche hatte. Und hat gesagt, ich bin Angehöriger der amerikanischen Militärkriminalpolizei. Und betrachten Sie sich bitte als sofort festgenommen. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Ich lasse Sie jetzt zur zuständigen deutschen Polizeidienststelle fahren. Ja, das war dann die Sache. Da bin ich nach Aschaffenburg gekommen, bin dort der Kriminalpolizei übergeben worden. Und die wussten natürlich, waren ja auch zu dieser Zeit, das ja, man muss sich das doch mal vorstellen. Ja, also Polizisten, ich bin Polizist, ich oute mich dann als Polizist und sage, mal Kollegen, kann ich mal anrufen in Berlin? Ja, die sind fast verrückt geworden. Die haben mir das natürlich in ihrer fränkischen Freundlichkeit hart untersagt. Ich hatte den Vorzug, nicht in der Zelle sitzen zu müssen. Ich konnte auf so einer Bank sitzen. Die wussten ja nicht, was los ist. Das ist ja klar, die waren total überfordert. Ja. Und irgendwann nach 2 Stunden, so, das kann ich heute nicht mehr sagen, es kam dann ein hoher Vorgesetzter da, der kurz mit mir gesprochen hat, den ich auch die Bitte vorgetragen habe, anrufen zu können. Ich weiß nicht, ob er die Nummer gewählt hat oder ich durfte, weiß ich nicht mehr, ist auch sekundär. Jedenfalls hat das gewünschte Telefongespräch von mir nach Berlin stattfinden können und nur 10 Minuten oder 1/4 Stunde später wurde ich dann entlassen. Da hat der Kripo-Kollege aus Aschaffenburg, der hat mich zur Tür begleitet und als er die Tür geöffnet hatte, da hat er zu mir gesagt,